Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Ja, wir sind immer noch auf der Tour, da kommt Kollege. Die Sonnstein-Haltestellen hier auf Level 13 zu bekommen. Wir haben hier am Flughafen angefangen, fahren eine Rundtour. Ach, was, warum lenke ich hier? Fahren eine Rundtour. Ich war jetzt Müllerstraße, war die letzte Haltestelle von der Tour. Jetzt muss ich hier gelandet. Zu Fuß. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg nach Winfield Ost. Wir fahren die ganze Strecke jetzt wieder zurück. Und dann hoffe ich doch am Ende des Tages, dass wir dann hier die Haltestellen alle auf Level 13 haben. Ich bin nur mal gespannt. Ich habe die ja so gebaut, dass man hier einmal quasi im Kreis fährt. Also halbwegs irgendwie. Hallo, Junge, was ist bei dir? Was stimmt bei dir nicht? Ich muss da jetzt abbiegen. Piss dich. Und ja, da müssen wir dann jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier bewerkstelligen, beziehungsweise wie diese Streckenführung jetzt ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal wieder Winfield Ost, dann wird Winfield West und so weiter und so weiter. Ich bin mal gespannt. Zwei Schwarzfahrer haben wir schon erwischt. Ich habe auch jetzt schon wieder seit ein paar Haltestellen nicht kontrolliert. Ich hoffe mal, dass das da hinten gut geht. Schauen wir einfach mal. Im Iveco, wie heißt der? Urban Way 12 Meter, Erdgasbus. Und ja, bin mal gespannt, ne, was jetzt hier so noch passiert auf der Tour. Viel zu früh gebremst. Was habe ich eigentlich hier die ganze Zeit mit meinem Blinker? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Obwohl, Moment, ich habe doch in der letzten Folge, hatte ich dann doch bemängelt, dass ich die eine Haltestelle ja gar nicht zweimal anfahren kann. Doch, fahre ich ja jetzt quasi. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Damit könnten wir, ja, ne? Damit könnten wir die Haltestellen wirklich auf Level 13 bekommen. Natürlich immer. Kein Problem für mich, bitteschön. Hat du auch noch, oder was? Zack, bitteschön. Die muss natürlich wieder hier Sonderwürstchen kriegen. Wer hätte das kommen sehen? Danke. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal eben hier mal nach den Fahrkarten hier gucken. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Na klar. Mhm. Augenblick. Hier. Schauen wir mal hier. Was? Also, aber klar. Ja, ja. Hier. Ich habe gerade eine gekauft, das weiß ich ja. Das habe ich ja selber gesehen. Machen wir einen schnellen Screenshot. Von welcher Seite? So mal von der. Why not? Kann man mal machen. Sam, und wieder rein. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Wenn du dich jetzt auch noch wieder auf die Straße stellst, ne? Wie die Fionn da am Ende der letzten Folge, ne? Dann dreh ich durch. Ein Fahrrad muss aussteigen. Alter, wie lange habe ich jetzt da gestanden? Raus mit dir. Ich habe noch Fahrkarten kontrolliert. Gut, okay, du hättest dich verdächtig gemacht, wenn du ausgestiegen wärst, aber trotzdem. Steht da eine halbe Stunde rum und dann, wenn wir losgefahren sind, hoch, ja, hätte ich ja rausgemusst. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. So. Ah, damit ich von der Müllerstraße wieder am Flughafen angefangen hätte, hätte ich im Loop-Modus, glaube ich, fahren müssen, ne? Nicht im Rundfahrmodus. Naja, ist egal. Passt auch. Ist auch okay. Ich, wie gesagt, Rundfahrmodus sind wir ja auch schon ewig nicht mehr gefahren. Deswegen, warum nicht? Ach, ich könnte wieder einen überholen. Ja, ich gebe Gas. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Stille zu überbrücken. Ja. Hast ein Problem damit? Ich muss meine Zuschauer unterhalten. Ansonsten kannst du ja das Wort ergreifen, Tussi. Kannst du ja mal was, einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Na, schauen wir mal. Winfield West, schönen guten Tag. Geil, ne? Wiedersehen. Okay, die hat kein Ticket. Der da hinten hat kein Ticket. Okay, ja, kriegst du. Woche, Standard, zack. Bitteschön, du kriegst auf jeden Fall erstmal ein Ticket. Der kriegt auch noch ein Ticket. Und die anderen beiden da hinten, die kontrolliere ich.
380, bitteschön. Danke. So, das war's. So, wer war das? Der mit der blauen? Hier ist die Fahrkarte. Ja. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Und was mit dir hier? Hier ist die Fahrkarte. Ah, habt ihr Glück gehabt. Ja. Wenn ihr beide Katzenfotos habt, könnt ihr euch gegenseitig zeigen. Vielleicht findet ihr dadurch zueinander, wer weiß. Der Iveco-Bus hier, der braucht aber immer so einen kleinen Ticken, bis der anfährt, ne? Hier sind wir auch noch nie hingelatscht. Muss man eigentlich auch mal machen. Ich stehe bei dem Iveco immer schon auf dem Gas und irgendwie dann braucht er immer noch so einen Ticken, bis der dann wirklich abfährt. Na, egal. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was das für eine Gurke wird hier. So, ich habe das ja so von der Strecke versucht zu planen, dass ich... Ja, halt nicht da so... Obwohl doch, das müsste ja gehen. Ich fahre ja die Strecke eigentlich nur andersrum zurück, ne? Theoretisch müsste das ja funktionieren. Hinter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Alter, 5000 Folgen haben die schon. Und ich habe noch nicht eine gesehen. Wer noch? Eins in die Kommentare. Auch scharf drauf. Noch eine Eins. Nee, Daumen nach oben. Guten Tag. Der Bus ist neu, richtig. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Der Bus ist komplett neu. Ein Euro kriegt er wieder. Bitte schön. Na, ich traue den da hinten mal. Warum nicht? Kann ja auch nicht ständig hier Karten kontrollieren. Der Sonnleitnerhof, Freunde. Auf geht's. Wir kennen ihn. Siehst du, das ist das, was ich meine. Irgendwie. Naja, ich lasse mich mal überraschen, wie die Streckenführung jetzt ist. Das sehen wir ja dann. Einmal um die Kurve. Ich hoffe, diese Knackgeräusche, ich hab schon wieder im Kopfhörer Knackgeräusche. A, hoffe ich, dass sie vom Spiel kommen und B, hoffe ich, dass man sie nicht im Video hört. Weil irgendwie sind die gerade ein bisschen nervig. Das hatte ich schon mal. War das nicht auch beim Bus-Simulator? Ich bin mir gar nicht sicher jetzt gerade. Aber da hat man sie, glaube ich, auch im Video gar nicht gehört. Das war, fand ich schon gut. Da ist schon wieder Knack. Es wird einer einen Stecker ziehen hier vom. Welche Folge war das? 3377 oder? Ach du Scheiße, wie viele Autos können wir da? Oh, er lässt mich rein, sehr gut. Vielen Dank. Das finde ich hervorragend. Wow. Wow. Also irgendwie habe ich mit nach links lenken. Gerade überhaupt nicht. Wir fahren jetzt nach da. Ah, wir kommen hier gleich nochmal den Berg hoch oder was? Ja, müssen wir dann, ne? Offensichtlich. Keine Ahnung, wie oft wir da jetzt im Kreis rumeiern müssen. Dass wir da wieder auf der... Moment, halt. Ne, hier nicht. Dass wir da wieder auf der richtigen Spur sind. Hier halten wir später an. Oh, Junge, hau ab. Geh weg. Ich zieh durch, mir ist es egal. Ja, stehst du da? Idiot. Mann, ey. Das nervt voll, dass sie ständig hier ein Wettrennen veranstalten müssen. Ich meine, gut, ich könnte ja auch langsam fahren. Nö, sehe ich aber nicht ein. Zieh ich mal eiskalt durch die Nummer. Kenne ich nichts. Oh, der Bus, der kreist aber hier jetzt im Berg hoch, ey. Heyo.
Ciao. So, rein hier. Und keine Zeit. Eine Waffe, bitte. Kannst du haben. Ich wollte nur mal gerade gucken, wer da hinten schon wieder einsteigt. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Kein Problem für mich, dir eine Karte zu geben. Bitteschön. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den Berg hochkommen. Boah, Alter, ist ja wie Train Sim World, ey. Wenn so ein Zug übelst langsam losfährt. Das müsste ich auch mal wieder zocken. Ach, nicht schon wieder. Junge. Was stimmt bei dir da hinten nicht? Okay, nächste Haltestelle wird sie kontrolliert. Allein schon, weil sie hinten eingestiegen ist, macht sie sich schon wieder verdächtig. Hört dann jetzt so unauffällig laute Musik. Ja. Da komme ich gleich gucken. Ich will schon wieder Autos nehmen, der Killer doch schon. Digga, wenn du mir in die Karre fährst, ne? Die kennen aber auch nichts da, ne? Beim Überholen. Oh! Boah, alter Schwede. Tja, links, nach links lenken ist nicht so meins. Das wäre fast in die Hose gegangen. Das hätte fast im Desaster geändert. Oh, hier die Eckenkurven. So, zack, sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Nice. Jetzt sind wir hier. Boah, bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen scheiß Berg hier jetzt wieder dann gleich runter. Ich bin echt über diese Streckenführung gerade am Rätsel, ne? Wir fahren jetzt Sonnstein Hauptplatz. So, dann fahren wir einmal im Kreis. Moment, wir sind am Anfang. Wie sind wir denn gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das kann ja wieder nicht wahr sein, ey. Die Map ist aber auch was klein. Also, das heißt klein, aber ich kann es gerade jetzt nicht zuordnen. Das ist alles nur blau und. Wie sind wir denn jetzt hier hingefahren? Wir sind andersrum gefahren. Wir haben nur drüben gehalten. Also egal, scheiß drauf. So, was ist mit der alten da hinten? Ist die ausgestiegen jetzt? Ne, die sitzt noch da. Was ist mit dir? Nix? Gar nicht, dann bleibt doch stehen. Aber. Was? Was? Ach so, hier. Ja. Wollte ich nur mal abgecheckt haben, ne? So, die wollen hier nicht einsteigen, dann ja, bleibt einfach da stehen. Das ist mir völlig Wumpe. Mehr Zeit für uns. Wir sind bei minus 1 Minute 14. Okay, wir sollten echt ein bisschen Gas geben. Sehe ich gerade. Aber die Strecke, die zieht sich aber auch echt, ne? Die ist hammerhart, die sich zieht. Das ist schon böse. Was ist hier los? Fahrt doch mal bitte. Also alles wartet und will den Bus reinlassen. Und der bleibt stehen. Hör mal, was ist mit dir? Muss ich dich nochmal zu einem Lehrgang schicken? Das kostet wieder Geld. Ich rede immer nur von Geld, ne? Das hört sich voll falsch an, ne? Ich habe 17 Millionen hier auf dem Konto, was soll ich, brauche ich noch mehr Geld? Ich wünsche jetzt 17 Millionen auf meinem Konto, ey. Obwohl, warte mal, ich blink noch nicht. Sonst kommen die nachher alle angewackelt, ey. Komm, Kollege, mal voran. Gib ihm.
Und du hier vor mir fahr, bremst nicht. Sehr schön. Guten Tag. Hier will keiner aussteigen. Gar keiner. Echt nicht. So, noch nicht mal für ein Foto. So, ungefähr. Einfach mal so, weil wir es können. Und weil das keine Zeit kostet. So, wie fahren wir da? Ah, wir fahren jetzt so rum. Ah, okay, jetzt habe ich gerafft. Jetzt müssen wir wieder einmal... genau, so, stimmt, so sind wir gefahren. Boah, das ist echt übel, ne? Die Tour ist echt hart. Aber gut, okay, aber mein Gott. Das ist leider bis jetzt noch nichts Aufregendes passiert irgendwie, außer dass ich einen Fahrgast ansteuern musste. Wie gesagt, ich wünsche mir immer noch die Option, hier Fahrgäste aus dem Bus schmeißen zu können. Das wäre richtig nice. Obwohl, dann wäre ich nur noch Fahrgäste aus dem Bus am Werfen. Was versuchst du da, Junge? Geh doch mal da weg. Das hat doch keinen Sinn. In der Stadt, kurz vor der Kreuzung. Also, ja. Alter! Wo ist der Kollegin? Ist das dem sein Ernst? Jetzt mal, ist das dem sein Ernst? Ey, Kollege, was stimmt bei dir nicht? Ja, und nu, was machen wir jetzt? Ey, ich brech doch ins Essen, ey. Ey, das funktioniert nicht. Alles weg, okay, alles klar. Alter, ey, der hat doch wohl nicht alle Latten am Zaun. Ja, fahr jetzt, du... Und du bleibst stehen. Ja, ich steig den Nächsten mit dir nochmal, ey. Der Bus ist jetzt eh im Arsch, das ist eh egal, scheiß drauf. Ey, der, ey, mein Gott, ey, Azubi, ey. Das kommt davon, wenn man hier mit 700 durch die Stadt kachelt mit dem Bus. Ey, der hat sie doch echt nicht alle gehabt, ey. Den soll ich direkt rausschmeißen. Voll Arschtische vom Lohn ab, ey. Der ist aus dem, vom Grillfest ausgeladen. Das kann er voll knicken. Hey, jo, haha. Voll Idiot, ernsthaft, ey. Semmelt der mir voll in den Bus rein. Was stimmt bei dem nicht, ey? Also manche Leute, die sind echt bescheuert, ey. Fällt dir nichts so ein. Aber gar nichts. So dieses komplett andere gar nicht. Unfassbar, ey. Vor allen Dingen weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Schaden das war. Also ich habe irgendwas von 1500 irgendwo gelesen, glaube ich. Oder irgendwas mit 1000. Ich hoffe, dass das auch nur bei dem Betrag jetzt geblieben ist. Wenn so wieder mir in die Seite gesammelt ist, werden beide Busse total schaden. Tja, Alte. Waschen. Dann stinkt's da auch nicht mehr so. Ey, wie ein Bescheuerter ballert der mir da wieder in die Seite rein. Ey. Das Ding ist... Scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, ne? Vielleicht sehe ich das im Stream noch. Ich weiß nicht, ob ich die... Kamera jetzt so weit gedreht habe. Im Stream, sag ich schon, im Video. Um zu gucken, welche Nummer das war. Das schmeiß ich dann raus. Kann man hier Fahrer entlassen? Ja, müsste eigentlich gehen, ne? Gut, ich brauche mich jetzt erstmal nicht damit zu beschäftigen, wenn ich nicht weiß, welche Nummer das ist. Welcher Bus das war. Wenn ich das rauskriege, dann ist der Geschichte der Typ. Dann ist für den zurück zur Lobby. Mountainerhof, meine Freunde. Schönen guten Tag.
So, will jetzt hier jemand aussteigen? Ist einem schlecht geworden wegen dem Unfall oder so? Ne, hier ist gar keiner drin oder was? Doch, da hinten sitzt einer, glaube ich, ne? Okay. Dann nicht, ne? Dann fahren wir halt nur Leerfahrt. Ist auch okay, quasi. Die denken sich auch so, ja, nee, mit der Busgesellschaft fahre ich nicht mehr, da fahren die Azubis wie die Wahnsinnigen, ja, würde ich so unterschreiben gerade. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, dass die immer hier so voll am Rumkacheln sind, dass sie voll übel schnell fahren, so. Dann stehst du da und säbbelt dir einen Chef, vor allem der säbbelt dem Chef in den Bus rein, so, weißt du. Der muss zum Rapport heute Abend, wenn ich wieder da bin im Büro. Dann ist aber hier Polen offen. Der wird entlassen, sobald ich rausgefunden habe, welche Nummer das ist. Ich hoffe, ich kann das rausfinden. Das Ding ist einfach nur, ich weiß halt, da oben fahren halt mehrere Busse mit der gleichen Lackierung. Daran kann ich es halt leider nicht festmachen. Das ist halt ein bisschen dumm. Das könnte ihm echt den Hals retten. Ah, guck mal hier. Jede Menge massig Leute. Alter, wenn die jetzt alle ein Ticket haben wollen, ne, dann aber. Alter Schwede. Ich brauche eine Fahrkarte. Ist halt passend. Ja, nee, jetzt halt natürlich erstmal so, dass ich ihm 8,20 wiedergebe. Danke. Kein Problem. Eine Fahrkarte, bitte. Ein Ticket, zack, raus damit. 3,20, werte, das kommen sie. Eine Next. Fahrkarte, bitte. Bitteschön. 17,80, ja natürlich. Alter, stimmt euch nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja klar, wenn du passend zahlst, gerne. Werte, das kommen sie. Bitteschön. Und auch er bekommt noch ein Wochenticket. Ah, der kriegt einen Euro wieder. Jawohl. Danke. Gerne, kein Problem. Was mit dir? Okay, die kann sich nicht ganz entscheiden, ob sie jetzt fahren will oder nicht. Dann bleib einfach da stehen. Eine Tür scheint blockiert zu sein. Hey, was machen Sie so? Ja, Was? Augenblick. Ich unterbreche erstmal euer Gespräch. Hier, bitte. Schon wieder so ein Arsch. Komm rein, du! Hören die, ey. Mach voran. Na, wo willst du hin? Ja? Was? Was? Ach so. Hier. Augen. Na klar. Sind wir auch schon einmal hier dabei, ne? Klar. Ja. Oh, ich habe Müll aufgesammelt. Cool. Den habe ich gar nicht gesehen. Da. Hier. Da. Wie oft wollen Sie hier? Sei nicht so frech, sonst steigst du hier aus. Astagon, bitte! Ich will die Option haben, Leute aus dem Bus zu werfen. Ich fänd's cool. Die wäre jetzt direkt geflogen. Erst macht sie mich Chore mit der Musik und dann wird sie noch frech. So, aber ja, da hast du es schon wieder super gemacht, dein Junge. Flughafen Endstation, letzte Station. Und da bin ich ja echt mal gespannt, ob wir es geschafft haben. Ich hoffe es doch. Ich sehe schon kommen, dass wieder irgendeine Haltestelle, eine, da fehlt ein Level. Und es wird nur eine Haltestelle sein. Garantiert. Sehr schön, er lässt mir Platz. Ja gut, okay, ist ein LKW-Fahrer, der weiß, dass ich ein bisschen mehr Platz brauche mit dem Bus. Auf zum Flughafen. Das war doch schon eine lange Tour dann, ne? Wenn man mal ehrlich ist. So im Rundfahrmodus. Ist schon hart. Aber mal nice, wieder hier im, ne? In der Dämmerung gefahren. Mal wieder eine andere Optik gehabt. War auch mal was Nices. Vielleicht hat deswegen der Azubi da gedacht, ey, ich fahre dem Chef einfach mal in den Bus rein. Nicht mein Wetter. Nee, das ist viel zu kalt. Zu sonnig. Also der zieht aber auch eiskalt durch. So,
Sonne und so ist ja eklig, ne? So lieber kalt und nass und viel cooler. Da, la, la, la. Ferien sind ja jetzt auch schon am Start. Zumindest in NRW. Läuft auch. Gut, ich habe nichts davon. Oh, das war eng. Das war wieder eng. So, Endstation. Letzte Haltestelle, Flughafen. Was auch in der letzten Folge auch die erste Haltestelle war. Hey. Und lass mich raten, wir müssen wieder in Haltebucht 1 halten. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Die über den Haufen fahren, das brauche ich mir jetzt nicht auch noch geben. Ein Schaden reicht. Zack, sehr schön, abgewogen. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, voll auf Drugs, ey. So, Haltebucht 1, da sind wir wieder. Schönen guten Tag, hey. Alle raus. Raus, raus, raus. Oh, ich stehe voll schief. Also egal. Passt schon. Hinaus. Und hier auch nochmal ein Screenshot. Warum? Weil ich es kann. Sehr schön. Zack. So, was ist hier mit Müll? Müll, Müll, Müll. Hau rein. Nö, Müll haben wir keinen. Den habe ich eben schon zufälligerweise eingesammelt. Perfekt. Sehr schön. Fahrt beenden. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. 17, 17, 17, 13, 13. Oh ja, das sieht gut aus. 13, perfekt. 14 sogar. Müllerstraße haben wir direkt doppelt gelevelt. Oh, neun. Geil. Ja, damit haben wir die Aufgabe fertig. Kollision 2107. Digga, das ziehe ich dir vom Gehalt ab. Ernsthaft. Und krass, wir hatten zwei Schwarzfahrer nur. Und die haben wir beide gekriegt. Ja, nice. Sehr schön. Finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hiermit erstmal die Folge. Ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch erstmal von der Länge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr dabei bleiben wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.